Wer, wer? Och, komm, och, komm, ach, komm. Ja, da bist du. Ja, hey. Guten Tag, mein Freund. So, ich habe rote Kette, aber das macht nichts, das ist immer so. Ich habe Ja, gelbe los, wir Kette. gehen. Uff, voll das Green Lag. Okay, und damit willkommen und zurück zu einer Runde DayZ. Diesmal sind wir nur zu zweit mit Adrelius 1. Moinsen. Guten Tag. Und wer sich jetzt wundert, was ist passiert seit der letzten DayZ-Folge? Es ist viel passiert, Leute. Es ist sehr viel passiert. Adrelius und ich haben zusammen gespielt, haben uns nichts gedacht, sind erstmal mit vier Gegnern zusammengestoßen, hatten eine riesige Schlägerei, Schießerei. Schlussendlich haben wir auf einem Server, auf dem mit uns mitgerechnet 8 Spieler drauf waren, 6 Leute getroffen. 3 davon haben wir umgebracht und wir wurden umgebracht von den anderen 3. Ja, vor Und Wut habe ich dann wahrscheinlich noch den Admin dumm gemacht, weil der uns die ganze Zeit nur dumm, also blöde gemacht hat. Und dann wurden wir beide dann vom Server gekickt. jedenfalls sind wir jetzt wieder im Rennen. Hier ist ein First Aid Kit. Ich habe schon. First Aid Kit kann man immer gebrauchen. So ein Pristine EV Starter Kit. Ja, wir sind also inzwischen wieder gut ausgerüstet, haben allerdings ziemlich lang gebraucht. Weißt du was? Scheiß auf die Fackeln, scheiß auf die Leuchtfackeln. Ich möchte ein IV Start, ich möchte ein zweites First Aid Kit haben, so Warte, hier rum. liegt Munition, ACP, das ist meiner. Geil. So, das tue ich mal hier So, unten das rein. funktioniert auch sehr schön. Ich habe noch ein bisschen Essen. Oh, das wäre jetzt auch schon geil, wenn wir die restlichen Teile für der AK finden. Passt du noch kurz auf mich auf? Ich mache meine Zimmertür zu, weil die Katze ist außen. Okay. Guck gerade mal, wie viel Essen ich noch habe. So, dafür habe ich jetzt noch kurz die Balkontür aufgemacht, damit ich hier noch ein bisschen Luft bekomme. Weil es ist nämlich heute sau heiß. Yep, bei mir auch. Und ja, ich habe da eine SKS mit einem pristinen Objektiv. Oh. Adrelius sucht noch eine neue Nein, komm. SKS, hat aber eine FNX mit Magazin. Immerhin was. Und wir sind jetzt halt bei der Military Base südlich des großen Airfields. Wir sind natürlich aufs große Airfield gerannt, gemeinsam, um unsere Ausrüstung wieder zusammen zu bekommen. Ich hätte das auch liebend gerne gefilmt und aufgenommen, allerdings hat mein Aufnahmeprogramm gesponnen und gesagt, nö, also mit mir heute hier nicht. Ja, Und willkommen im Club. Willkommen im deswegen kann Club. ich das nicht zeigen, alles. Ja, deswegen musste ich auch mehr als 3 Parts POP bei mir überspringen, weil wirklich nichts geklappert hat. Sag mir, ihr wollt mich doch hier rollen. Hier ist. Warte mal. Hier ist ein TTSKO Jacket. Ah nein. Obwohl, doch, das tausche ich aus, das ist mehr tarnig. Hier liegt noch ein Mountain Backpack, ein roter. Ich habe einen grünen, danke. Ich habe auch einen grünen. Da drin ist nichts Interessantes, glaube ich. Das da unten liegt eine Hose. Okay, wir können weiter. Oh. Gut. Ego-Shooter, ne? Ego-Modus. Ja, ich bin schon die ganze Zeit drin. Wunderhübsch. Hast du aufgemacht, ja? Ja, ich habe aufgemacht. Alles klar. Gehen wir zur Kaserne? Jo. Aber endlich mal steht hier nicht alles offen, ey. Ja, weil vorhin, als wir. Ah, Zombie. Achtung, ich schieß. Voll daneben gesammelt. Ich wollte schon gerade schießen, weil ich gedacht hatte, dass du nicht triffst. Danke, dass du mir so viel zutraust. Aber der erste Schuss war echt ein Griff ins Klo. Ich guck oben nach. Sicher. Yes. Hier unten ist ein Sewing-Kit. Warte, ich glaube, nein. Hier unten, hier oben liegt aber eine Amphibia 5. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Ein Salinbag nehme ich mit. Amphibia, nicht, dass ich wüsste. Amphibia Am, 5. ah, Salinbag, ist es ein Zweifeld-eingreifendes oder ein Einfeld? Zweifeldeingreifendes. Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Hervorragend.
Hier liegt eine Munitionskiste. Eine ganze. Habe ich hier unten also auch, ja. Ach ne, ach stimmt, meine ist jetzt badly damaged, hihi. Da oben ist einer, aber die ist nur damaged. Ich habe hier eine Pristine, eine Warn. Mist. Ich hab eine Pristine. Ist das eine Syringe? Ne, ein Red Pen. So. Ich habe 22 Rounds gefunden. Amphibia 5, ich würde gerne wissen, wie gut die ist. Ich glaube auch, die braucht Spaß. Das ist eine Pistole, ne? Ja. Das hier ist eine Spatzenschreckpistole. Schreckschusspistole, meine ich. Was liegt da? Ja. Ah, Kopflampe. Nee, die kannst du vergessen, das ist eine Schreckschusspistole. Gar nichts? Nee, also nicht gut. Das ist nur Stiefel, da ist halt noch die Munitionskiste. Ist so leer. Okay, Abflug. Okay. Ja, ich habe mich also auch, was Spielerkillen angeht, wirklich entjungfert. Ich habe bisher noch nie Spieler gekillt. Aktiv, nur passiv, mehr oder weniger. Ich habe schon mehrere so gekillt. Mein Kill war auch so geil, den ich gemacht hatte. Wir können es ja kurz erzählen, wie das war. Wir waren auf einem kleinen Airfield. Und wollten in den Tower reingehen. Ich guck nach. Adrelius läuft voraus die Treppe hoch und es wird geballert. Nein, wir wussten schon davor, dass jemand drin ist. So rum. Adrelius ist die Treppe hochgegangen und hat jemanden auf der Blechtreppe, die im Tower dann hoch in die Aussichtsplattform führt, abgeknallt. Wurde dann allerdings von den zwei anderen Spielern, die da noch oben lagen, auch umgebracht. Hey, hier drin liegt... Ja, ich habe noch ein neues AK-Teil gefunden. Hier drin liegt eine ganze AK, komm rein. Blinder Fisch. Meine. Da drin liegt eine gesamte AK. Meine. Oh, du blinder Fisch, du. Meine. Wie geil. Meine. Rennt einfach weiter. Oh, da drin liegt noch ein weiteres AK-Teil. Ich habe gerade Munition gesplittet, nur dass du es weißt. Ist das für die AK? Geht die Munition für das Teil? Nee, scheiße. Braucht man dafür auch ein Magazin? Ja. Ja, pack sie mal auf den Rücken. Oh, die sieht richtig geil aus. Ich bin recht. Vor allem die Pistole, die neue, die ist aber modifiziert, also so ein bisschen anders aus. Da ist, die ist genauso stark wie eine AK. Okay. Nur halt eine Pistole und das ist richtig krank. So, ich habe leider keine Munition, also nehme ich. Hey, guck mal. Was? Da in der Ecke liegt Munition. Guck mal, ob die passt. 00 Bucks, one rounds. Kann sein, ich guck mal. Das sind Gauk Buckshots. Und das heißt was? Das ist für Schrot. Mist. Nee, die da hinten in der Ecke meinte ich, in der Dose. Aber egal, komm. Gehen wir weiter. Das sind die. Okay. Links. So, ich mach die Tür auf, du gehst rein. Alles klar. Hey! Was? Lass die Tür offen. Hab ich doch. Nee, du hast zugemacht. Echt? Ja. Sorry. Drin liegt ein Rucksack. Da liegt eine Weste. Was ist das? Eine High Capacity West. Willst du die haben? Wenn ich sie nehmen darf, ja. Die hat nämlich hier 9 Slots. Hey, das wäre geil. Oh. Nein, ist ja geil. Deswegen High Capacity halt. Ach so. Hier liegt SKS-Muni, falls du brauchst. Wäre nicht verkehrt. Wo denn? Zweiter Raum von links. Also hier. Ja, da rein. Am Bett. Ja. Achtung.
ejecte mal und combine mal und reloade mal. So. Nachdem man die SKS immer noch mit 10 Schuss füllen kann, ohne einen Speedloader zu haben. Echt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wofür hat man einen Speedloader? Der hat doch schon bei der Nachladeanimation eben. Um automatisch nachladen zu können, nehme ich mal an. Also mit R quasi. Gut. Meister, da hinten steht ein Zombie. Wollen wir den. Nein, den lassen wir stehen, bitte. Geh mal wieder in Third Person, da sehe ich mehr. Ja. Links auf dem Feld steht ein Crawler. Geh mal nach rechts, auf die rechte Seite vom Wald. Crawler sind scheiße. Genau, es ist ja das neue Update rausgekommen, das kann man auch noch sagen. Mit dem neuen Update gibt es jetzt ganz viele neue Sachen, unter anderem auch die... Wer ist der denn? Sichel, mit der kann man Tiere ausnehmen. Es sind Tiere eingefügt worden, die man schlachten kann. Feuer machen, geht man auch. Kann Feuer machen. Und so weiter. Und sofort. Und es ist ganz viel tolles Zeug reingekommen. Bugs bestehen natürlich weiterhin und ohne Unterlass. Weißt du noch hier, wie man uns gefunden hat, nachdem wir gekillt wurden? Was das für eine Geburt war? Ey, wo ich hier von den ganzen Zombies angegriffen wurde. Das war krass. Das war hammerhart. Da waren bestimmt... Du kannst jetzt, wenn du auf einem relativ frischen Server bist, der gerade erst neu gestartet wurde, sind so viele Zombies in einer Straße, das sind bestimmt 4 bis 5 Stück. Wenn er hüpfen würde. Hüpfe. Hab ich mir auch gerade gedacht, wenn er hüpfen der würde. Der hüpft nicht, warte mal kurz. So. Muss ich mich halt durchglitschen. Weiter geht's. So, und jetzt gehen wir zum großen Airfield in der Hoffnung, da waren wir auch schon öfter, dass wir da nicht direkt wieder über den Haufen geschossen werden. Natürlich in der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Spieler über den Haufen schießen. Und dass wir noch ein bisschen Ausrüstung bekommen, vielleicht irgendwie ein wie heißen die gelben Kästen? Small Protector Case. Oder sowas finden, das wäre ganz sympathisch. Ich muss dann noch mal kurz meine AK umrüsten, weil mein Woodsbock ist ein bisschen angeschlagen und ich habe noch einen zweiten, den wechsle ich dann mal aus. Alles klar, ich habe eine rote Kette. Ich auch. Bitte nicht abstürzen, hier ist so schöner Loot. Okay. Ich guck mal wegen Spielern. Ich auch gerade, hier ist ein Team unterwegs. Ja. Zweier aber nur. Gut, nach rechts hoch. Genau, Adrelius ist ja noch ein bisschen angeschlagen. Er wurde von einem Zombie gemöbelt. War das ein Zombie? Mehreren. Von mehreren. Von 4 Stück gleichzeitig. Und deswegen sieht er ein bisschen grau, also noch nicht schwarz, aber grau. Wir haben ihm ein Salinbag gegeben, das hat aber offensichtlich nicht gewirkt. Und da sollten wir jetzt dir vielleicht noch ein zweites verpassen. Ja, das ist halt scheiße. Oder machen wir das wann anders? Machen wir es jetzt halt hier? Ah, nee, machen wir es mal irgendwo, wenn wir in der Bude oder so was sind. Okay. Die rote Kette ist halt beschissen jetzt gerade. Ja, das ist jetzt gerade auch echt scheiße. So, dann gehen wir da rein. Und darunter. Boah, ich hab jetzt großen Respekt vor diesem Airfield. Weil das war echt gemein. Das war echt knüppelhart. Wobei wir auf dem... Was? Adrian, was los? Er ist kurz weg. Das war jetzt ein unangenehmer Ton, den du da gemacht hast mit deinem Mikrofon. Das klingt wirklich sehr hässlich.
Der Ton, der. Oh Gott. Bin wieder da. Wenn du dein Mikrofon mutest, dann klingt das wirklich sehr hässlich. Das hat es sich jetzt angehört wie ein spastendes Streichquartett. Wie jetzt? Das hat ich so hab nichts gehört. Brr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 r
Aber die passen ja nicht ins in die Waffe rein, ne? Hm. Hä? Was heißt denn? Irgendwie ist gerade was von meiner AK abgeflogen. Schüsse! Nicht bewegen, komm hierher. Beziehungsweise bleib da. Da waren zwei Schüsse. Hast du sie gehört? Nee, ich hab nicht gehört. Da waren zwei Schüsse, glaube ich. Oder es war bei dir im Hintergrund, ist der Lärm. Das kann sein. Bin ich wieder nicht sehr 75. Bist du fertig? Ich würde mal gerne wissen, wie ich meine AK hier ansprühen kann. Die Spraydose draufziehen? Geht nicht. Dann kannst du sie nicht ansprühen. Ach so ein Scheiß. Well, dann kannst du sie nicht ansprühen. Und ich glaube, wir haben inzwischen die 15 Minuten wieder voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal bei DayZ. Bis dann und tschüss! Tschüss!